Hi, herzlich willkommen aus der Kirche mittendrin hier in Kaiserslautern. Und naja, zur aktuellen Zeit, wenn du es siehst, gerade während die Premiere ist, würden wir uns eigentlich hier treffen, um gemeinsam hier Kaffee und Kuchen zu essen, zu trinken, um dann gemeinsam hoch in den Gottesdienst zu gehen. Aber aufgrund der aktuellen Lage mit dem Coronavirus ist das leider nicht möglich. Naja, was haben wir uns dann als Kirche gedacht? Wir bringen die Kirche einfach zu dir nach Hause. Wir dürfen heute Pastor Joachim zuhören, wie er uns ein paar wirklich aktuelle und interessante Worte weitergibt. Und ihr dürft echt gespannt sein, was da jetzt auf euch zukommt. Wo ist euer Glaube? Was für eine krasse und seltsame Frage oder vielleicht merkwürdiger Einstieg in eine Predigt, die doch eigentlich ermutigend sein sollte, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo wir erleben. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie es dir oder wie es euch mit diesen ganzen Entwicklungen rund um die Corona-Krise so geht. Im Moment scheint es, wie wenn die ganze Welt irgendwie völlig auf dem Kopf steht. Hättest du dir oder hättet ihr euch vor einer Woche noch oder hättet ihr daran gedacht, dass es in Deutschland mal ein Verbot von Gottesdiensten geben könnte, dass der Besuch von jeder Art von kirchlichen Veranstaltungen verboten ist wegen einem Virus, dass wir Stand heute vor einer Ausgangssperre mal in Deutschland stehen und es leider deswegen, weil es viele jüngere Leute gibt, die immer noch Party machen, die so weitermachen, wie wenn eigentlich nichts wäre und die diese Anweisung zur Sicherheit einfach missachten. Ganz ehrlich, ich persönlich, ich hätte mir nie vorstellen können, dass wir in unserem reichen Deutschland Zeiten oder Zustände haben würden, wo wir in Supermärkte hineingehen und du kommst an Regale und du findest leere Regale vor, Leute hamstern, Leute haben panisch, sind panisch, es sind Bilder eigentlich wie nach dem Krieg. Und dann, wir spüren das alle, eine wachsende Unruhe und Angst in der Bevölkerung. Es ist interessant, dass nach einer Umfrage derzeit, Stand heute, mindestens 50% der deutschen Bevölkerung große oder sogar sehr große Ängste haben über das, was auf uns zukommt. Und die Tendenz, das könnt ihr euch vorstellen, die ist natürlich auch steigend. Das sind zum Beispiel die Zukunftsängste, wo Leute haben. Ich glaube, dass es mega aktuell ist im Moment, dass Leute um ihren Arbeitsplatz fürchten. Was wird mit dem Geld sein? Werden wir noch genug Geld haben, um existieren zu können? Das sind diese Versorgungsängste. Auch gepusht durch die Bilder, trotz aller Appelle der Politiker, die beschwichtigen und sagen, es ist genug Lebensmittel in Deutschland da. Da ist die Angst, dass die Wirtschaft irgendwie kollabieren wird oder über die Dauer der Krise. Manche reden ja schon davon, das geht 2 Jahre oder noch länger. Schaffen wir das da durchzuhalten? Und natürlich die Angst vor diesem Virus selber. Und wenn es nicht genug wäre, die Medien und die sozialen Netzwerke, die sind ja einerseits eine tolle Möglichkeit. Ohne diese Möglichkeit könnten wir zum Beispiel heute gar nicht diesen Stream machen, diesen Video aufnehmen. Also dafür bin ich unendlich dankbar. Aber die Kehrseite der Medaille ist einfach die, es gibt Bilder von Militärlastern, die Tote wegfahren und ihr wisst, was es mit euch macht, wenn ihr solche Bilder seht. Es gibt unterschiedliche Berichterstattungen, unterschiedliche Aussagen von Experten. Manche beschwichtigen, manche machen Horrorszenarien und so weiter und so fort. Und wenn es nicht genug wäre, es gibt auch noch Leute, die in diesen Zeiten leider falsche Meldungen und Panikmeldungen posten. Oder auch Verschwörungstheorien weitergeben. Und jetzt allen Ernstes diese Frage, wo ist euer Glaube? Und genau diese Frage, die hat Jesus seinen Jüngern vor 2000 Jahren gestellt. Und wenn ich jetzt gleich die Bibelstelle vorlese,
dann werden viele von euch diese Stelle sehr, sehr gut kennen. Die habt ihr schon oft gehört. Ich habe als Pastor schon oft darüber gepredigt. Und eines kann ich euch sagen, diese Woche habe ich die Geschichte ganz, ganz neu gelesen und ganz, ganz neu verstanden. Und mich fasziniert es, wie aktuell und wie relevant die Bibel immer wieder heute ist. In Lukas 8, Vers 22 bis 25, ich möchte euch das vorlesen, da steht: Eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Sie stiegen also in ein Boot und stießen vom Ufer ab. Unterwegs legte Jesus sich schlafen. Doch während er schlief, kam Wind auf. Der Wind steigerte sich zum Sturm, sodass ihr Boot voll Wasser zu laufen drohte und sie ernsthaft in Gefahr gerieten. Schließlich weckten die Jünger Jesus und riefen, Meister, Meister, wir kommen um. Jesus stand auf und drohte dem Wind und den stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Und er fragte sie, wo ist euer Glaube? Voll Furcht und Staunen sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Jesus und seine Jünger mitten im Leben und im Dienst für Gott. Die Bibel sagt in Lukas 8, dass Jesus und seine Jünger die nahegelegenen Orte und Dörfer besuchten, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkündigen. Und wo er hinkam und seine Jünger hingekommen sind, da hat er gelehrt, von Gott erzählt, geheilt und Menschen von dämonischen Bindungen befreit. Und ein Effekt war auch, überall wo er hinkam, sind Leute zusammengekommen, große Menschenmengen, und er hat sie gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes oder hat von Gott erzählt. Und wenn man den Kontext jetzt von unserer Bibelstelle so liest, könnte man wirklich meinen, wow, alles in Ordnung, alles positiv, alles läuft, der Dienst läuft gut, Leben läuft gut, alles ist im Grünen. Und jetzt sehen wir in unserer Stelle, dass es heißt, eines Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns auf die andere Seite des Sees fahren. Sie stiegen also in ein Boot und stießen vom Ufer ab. Und unterwegs legte Jesus sich schlafen. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, wow, neues Ufer, neue Ziele, neue Pläne, es läuft. Und auch für uns als Gemeinde, die wir das Gro-System übernommen haben, wir haben richtig einen Aufwind gehabt, wir sind richtig vorwärts gegangen, es ist gelaufen, es ist nach vorne gegangen, wir haben neues Land eingenommen. Und hier steht, Jesus hat sich schlafen gelegt. Eigentlich ja auch normal, dass wenn man Dienst getan hat und sich ausgepowert hat, dass auch mal eine Ruhepause dran ist. Und ich kann mir so richtig vorstellen, dass in diesem Moment, wo sie auf dem See waren und alles so normal schien, dass es eine ausgelassene, positive Stimmung gab. Die Jünger, die waren mit Sicherheit voller Vorfreude, voller Erwartung über das, was auf der anderen Seite, die anderen oder die weiteren Möglichkeiten, was da passieren würde. Unterwegs legte Jesus sich schlafen, doch während er schlief, kam ein Wind auf. Und Wind auf dem See, das ist eigentlich absolut nichts Ungewöhnliches. Und an Bord von diesem Schiff, da war ja auch ein Petrus, da waren andere, die Berufsfischer waren und die kannten das, die kannten die Gegebenheiten dort vor Ort. Dieser Wind, der aufkam, der hat sie in keiner Weise beunruhigt. Damit konnten die umgehen, das war menschlich machbar. Da musste man Jesus nicht behelligen, Jesus konnte schlafen. Kein Grund zur Sorge.
Und ich habe gedacht, eigentlich ist es auch für uns so gewesen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich vielleicht auch so gedacht am Anfang, als ich von diesem Ausbruch gehört habe in China. China ist weit weg. Wir haben ein tolles medizinisches System. Unsere Technik ist weit entwickelt. Damit werden wir doch fertig. Wir haben jedes Jahr Grippeepidemien, die auch etliche hundert Leute tötet. Eigentlich etwas, wo wir menschlich in den Griff kriegen, wo wir menschlich lösen können. Nichts, was uns beunruhigen müsste, einfach nur Wind. Wie gesagt, die Jünger, die schienen dieser Wind nicht zu beunruhigen. Und sie ließen Jesus schlafen. Und jetzt lesen wir, der Wind steigerte sich zum Sturm, sodass ihr Boot voll Wasser zu laufen drohte und sie ernsthaft in Gefahr gerieten. Ich habe mal gelesen, dass am See Genezareth, dass diese Winde so berüchtigt sind, die können plötzlich auftreten und von einem Moment zum anderen entwickeln die sich zum bedrohlichen Sturmwind. Und so kommt es auch in einer anderen Übersetzung rüber, da heißt es nämlich, plötzlich kam ein Sturm auf einen Fallwind von den Bergen. Die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in Gefahr. Und vielleicht kannst du dir jetzt vorstellen, warum ich diese Bibelstelle mit ganz anderen Augen diese Woche gesehen und gelesen habe. Bisher, das ist meine Überzeugung, haben wir in Deutschland eigentlich nur Wind erlebt. Und es gilt besonders auch für uns Christen, ganz ehrlich. Es geht uns gut, wir haben keine Verfolgung um unseres Glaubens willen bis jetzt erlebt. Wir haben vor dieser Krise Gemeinde gebaut und ich habe euch ja schon gesagt, wir waren im Aufwind, wir haben tolle Dinge an den Start gebracht in der Gemeinde. Und wir haben eigentlich gedacht, es geht so weiter. Wir nehmen neue Ufer ein, wir bewegen uns vorwärts. Und wir haben auch mehr oder weniger unsere Chance genutzt, Jesu Auftrag auszuführen. Alles ist gut gelaufen, alles war in Ordnung und wir haben uns gefreut. Und jetzt hat sich die Situation für die Jünger mit einem Moment geändert. Und eigentlich für uns genauso. Hier heißt es, die Wellen schlugen ins Boot und sie kamen in Gefahr. Und hey, näher kann eine Bedrohung oder Not nicht kommen. Realer kann sie nicht sein und lebensbedrohlicher kann sie auch nicht sein. Und siehst du das? Siehst du die Parallele in unserer jetzigen Situation? Sie kamen in Gefahr. Die gerieten wirklich in Gefahr. Und Gefahr, die so nahe an uns rankommt, die bewirkt eigentlich fast immer unweigerlich Angst und Panik. Und sie macht, und das ist das Fiese daran, die macht auch vor uns Christen nicht Halt, wenn du merkst, dass dein Boot anfängt voll zu laufen. Also es ist easy und locker gewesen, diese Bibelstelle in den vergangenen Zeiten immer wieder schön betrachtet zu haben und über Glaube zu sprechen. Aber jetzt ist die Sache richtig real. Wir haben richtig mit realen Ängsten und mit Sorgen und mit Bedrohung zu tun. Und deswegen ist diese Frage so provokant auf der einen Seite für uns, wenn es heißt, wo ist euer Glaube? Und das hat Jesus eben später in dieser Geschichte gefragt. In Matthäus 8, Vers 26, das ist die Parallelstelle zu dieser Bibelstelle, die wir gelesen haben, da heißt es, Jesus antwortete, warum habt ihr Angst? Stell dir das mal vor, Jesus fragt sogar, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube denn so klein? Wie wenn es das Selbstverständlichste wäre. Diese Woche hat ein Wirtschaftsexperte im Fernsehen gesagt,
Die Corona-Krise ist ein Stresstest für die Wirtschaft. Und ich habe so gedacht, ja, stimmt wahrscheinlich schon. Aber in diesem Augenblick, wo er darüber redet, über die wirtschaftliche Entwicklung, habe ich gedacht, kann es nicht sein, dass diese Corona-Krise ein Test, ein Stresstest für unseren Glauben ist? Da, wo wir stehen, dass wir erkennen, wo wir geistlich stehen als Einzelne, wo wir in unserer Beziehung zu Gott stehen, kann es nicht sein, dass es ein Test auch für uns als Gemeinde ist? Wie gehen wir mit dieser neuen Situation um? Wie gehen wir mit den Herausforderungen, die sich daraus ergeben, um? Und deswegen bin ich so überzeugt, Jesus hat es an seine Jünger so adressiert. Ehrlich, wo ist euer Glaube? Warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube so klein? Das ist natürlich jetzt kein Aufruf zur Sorglosigkeit oder die Anweisung, wir sollten diese Krise irgendwie ignorieren. Es gibt ja auch solche Menschen und leider auch bei Christen, die das buchstäblich wegbekennen oder schönreden. Das, so verstehe ich unseren Bibeltext nicht. Das ist kein Aufruf dazu. Die Bedrohung nochmal, die war real, die war greifbar, die war spürbar für die Jünger. So wie sie es jetzt auch irgendwo für uns ist. Sie ist genauso real. Und wir müssen uns genauso mit Furcht und mit Ängsten auseinandersetzen. Aber, und jetzt kommt's, die Frage, die sich uns stellt oder die sich auch dir stellt, wenn du dieses Video mitsiehst und hörst, die Frage ist, worauf gründet sich eigentlich deine Hoffnung letztendlich? Auf die Ärzte und die Medizin? Und lass mich mal an dieser Stelle wirklich ein riesengroßes Danke sagen an alles medizinisches Personal, an alle Krankenschwestern, an alle Leute auf Intensivstationen, die wirklich ihr Herzblut reingeben und mehr wie ihr Herzblut, die ihre Nerven, ihre Kraft da reingeben, ihre Gesundheit riskieren für unsere Bevölkerung. Wow. Lasst mich ein riesen Danke sagen an dieser Stelle an all die Helden und Heldinnen an der Lebensmittelfront, die sich Tag für Tag einsetzen, dass wir wirklich nicht in Panik verfallen müssen, weil die Regale immer wieder aufgefüllt werden. Was ist letztendlich deine Hoffnung? Ist es die Hoffnung auf einen Impfstoff? Möge der bald gefunden werden. Ich persönlich hoffe darauf, dass er gefunden wird, aber es ist nicht meine letztendliche Hoffnung. Oder setzt du dein Vertrauen auf all diese Maßnahmen und die Rettungsprogramme der Regierung, auf die Notprogramme, die Einschränkungen, die jetzt einfach jeden Tag mehr verordnet werden? Das ist die große Frage. Wo ist die Hoffnung letztendlich begründet? Und das andere ist auch wichtig. Wie reagierst du in dieser Not? Wo gehst du hin? Wo erlebst du Ermutigung und Trost? Und wo erlebst du Glaube? Die Jünger, die taten das einzig Richtige und Notwendige. In Vers 24 haben wir es gelesen. Schließlich weckten die Jünger Jesus und riefen: Meister, Meister, wir kommen um. Ich glaube, das war das absolut ehrlichste und ernst gemeinteste Gebet überhaupt. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was kannst du jetzt in dieser Situation tun? Und ich möchte dir Folgendes sagen, dasselbe, was in dieser Bibelstelle ist, buchstäblich: Wecke Jesus. Nutz die Zeit, wenn du jetzt daheim bist. Lass Gott buchstäblich keine Ruhe mehr. Sprich die Wahrheit, die Zusagen Gottes im Glauben aus. Erinnere ihn an sein Wort. Wir als Gemeinde zum Beispiel, wir wollen uns eins machen in den Familien und jeden Tag um 19.30 Uhr für mindestens 15 Minuten zusammenkommen, um zu beten. Wir wollen Jesus buchstäblich wecken. Im Alten Testament, da lesen wir, dass das Volk Israel, Gottes Volk, in Sorglosigkeit lebte.
andere Götter anbetete, Gottes Wort nicht mehr so richtig ernst nahm. Und als Folge davon hat Gott bittere Not zugelassen. Und die Menschen fingen an, Gott zu suchen und zu ihm zu schreien. Und jetzt in Psalm 78, Vers 65, da steht etwas Bemerkenswertes drin. Da steht nämlich, da erwachte der Herr wie aus dem Schlaf. Hör mal, was da steht. Wie ein Starker, der vom Wein fröhlich wird. Was für ein Bild. Ich bin selber total überzeugt, dass Gott nie schläft. Sonst würde es ja auch im Psalm 121 nicht heißen, siehe, der Hüter oder der Hirte oder der Versorger Israels schläft noch, schlummert nicht. Nein, Gott schläft nie. Aber wir als sein Volk, wir sind in Gefahr zu schlafen. Wir sind in Gefahr, sorglos zu leben, anstatt Gott zu suchen. Und deshalb sagt Jesus auch zu uns, warum habt ihr Angst? Ist euer Glaube so klein? Ich persönlich empfinde Jesu Worte alles andere als Schelte oder als Aburteilung unseres Glaubens oder dass er uns Unglaube zuspricht durch diesen Satz oder diese Frage. Die ganze Situation, habe ich euch schon gesagt, ist wie ein Stresstest. Das ist das Positive, was wir rausziehen können aus dieser Situation für deinen und meinen Glauben. Ich persönlich habe diese Woche auch schon Achterbahnfahrten gemacht. Im Glauben, in meinen Gefühlen. Es ist manchmal schwer, all diese Meldungen, all die Dinge, die reinkommen, die neuen Maßnahmen zu verarbeiten. Und ganz ehrlich, mir macht das Virus keine Sorge. Was mir mehr Sorge macht, ist die Reaktion der Menschen. Was mir mehr Sorge macht, sind die Maßnahmen, die manchmal ergriffen werden, ob man die jetzt gutheißt oder nicht. Aber was daraus resultiert, dass wir alle in einem Boot drin sitzen. Und so verstehe ich das, wenn du jetzt das heute hörst und du hast gerade Gefühle von Angst oder du sorgst dich enorm und du nimmst diese Frage jetzt, wo ist euer Glaube? Nimm sie nicht in der Form, dass du dich abgelehnt oder kleingläubig fühlst. Wenn du merkst, dass Zweifel hochkommen, bring es zu Jesus. Jemand hat auch gesagt, und das finde ich auch noch krass zum Schluss, die Welt wird nicht mehr dieselbe sein nach dieser Corona-Pandemie. Und hey, Mann, das glaube ich und hoffe ich von ganzem Herzen. Mögen möglichst viele Menschen anfangen, nach Gott zu fragen, die das bisher noch nie getan haben. Und mögen sie dann auf Christen auch treffen oder, wenn es nicht mehr möglich ist, dass man persönlichen Kontakt in der Form hat, dass sie über Medien mit ihnen in Kontakt kommen, die trotz dieser Herausforderung besonnen und positiv bleiben, weil sie wissen, woher ihre Hilfe kommt. Christen, die Jesus wecken durch ihr Gebet. Das ist, denke ich, unsere wichtigste Aufgabe im Moment. Und da bekommen wir unsere Kraft her. Und jetzt heißt es am Schluss, Jesus stand auf und drohte dem Wind und dem stürmischen Wellen. Plötzlich legte sich der Sturm und alles war still. Und er fragte sie, wo ist euer Glaube? Voll Furcht und Staunen sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Das wünsche ich dir und mir, dass wir Gottes machtvolles Eingreifen zusammen erleben und dass wir staunend bekennen werden, unser Gott ist ein mächtiger Gott. Er herrscht vom Himmel herab, auch über Corona, auch über seine Auswirkungen. Amen. Also ich habe ja auf keinen Fall zu viel versprochen. Das waren wirklich gute Worte. Hey, weckt Jesus. Und wie macht ihr das? Natürlich gemeinsam, am besten gemeinsam im Gebet. Wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, das sagt die Bibel, da ist Gott mitten unter ihnen. Und wie können wir das gemeinsam als Gemeinde machen? Wir haben uns dazu entschieden, 19.30 Uhr uns in den einzelnen Gruppen zu Hause, als Familie, als WG, einfach zusammenzusetzen und um 19.30 Uhr gemeinsam zu beten.
Und wenn du dich im Ganzen einfach auch offiziell anschließen möchtest, wenn du währenddessen vielleicht unseren Bibelleseplan lesen möchtest, dann hast du dafür zwei Optionen. Nimm doch Kontakt auf. Dazu schreibst du einfach eine E-Mail an die pastor@k-mittendrin.de. Das findest du unten nochmal in der Videobeschreibung. Oder für den Bibelleseplan, klick dafür einfach in der Beschreibung auf den Link. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen super guten Sonntag und macht wirklich das Allerbeste aus der Situation. Genießt die Zeit zu Hause, genießt die Zeit in euren Familien und habt jetzt einfach noch einen wirklich tollen Tag.